Werden guten Tag und willkommen bei Monstrum, einem fantastischen, etwas gruseligeren Spiel. Also es ist kein Horrorspiel in dem Sinne, aber es ist wirklich, ich meine, ich glaube, das ist gar nicht mal so weit verbreitet. Ich finde das Spiel fantastisch. Ich habe es noch nie gespielt übrigens, das ist mein erstes Mal, von daher bin ich selbst gespannt, was ich hier erleben werde. Ich habe mal vor Ewigkeiten ein Let's Play davon gesehen und das hat mich wirklich überzeugt. Das ist übrigens, wer das Video aktuell sieht, das Spiel kostet gerade auf Steam, ich glaube 3 Euro, normalerweise 15. Das ist ein sehr, sehr gutes Angebot, wirklich. Also ich rate wirklich allen dazu zu schlagen. Aber man kann sich erstmal angucken. Ich bin selbst gespannt. Es ist letztendlich, man ist auf einem Schiff. Und man hat auf dem ganzen gesamten Schiff hat man mit einem Monster zu tun. Also man kriegt immer aus einem random Pool einen der Monster. Es gibt 3 verschiedene Monster. Ein Geist und so ein Schleim-Alien oder sonst was, ne? Und da muss man sich da durchschlagen im Sinne von, man muss sich da rumschleichen, man darf sich da nicht erwischen lassen, man muss, es gibt verschiedene Endings, wie man das Spiel beenden kann, U-Boot, Schlauchboot und sowas. Ich weiß, es ist schon ein bisschen her, seitdem ich das gespielt habe, bin ich gespannt, was hier dazugekommen ist vielleicht sogar. Und ob ich die Controls kann, also, es ist so ein bisschen Horrorspiel. Man erschreckt, also, wenn ich es verstanden habe, dann erschreckt man sich schon hier und da, aber ich würde es nicht als Horrorspiel bezeichnen. Aber es gehört schon auf jeden Fall zu den gruseligeren Sachen. So. Also die Grafik an sich ist gar nicht mal so schlecht. Ist auch gar nicht mal so alt, das Spiel, meine ich. Natürlich nicht das aktuellste. Auf X. Auf X? Hier steht doch X. Hallo, Side X. So, okay, es war wohl noch auf Controller eingestellt. So benutzt man es. Wunderbar. Ich bin mal wirklich gespannt, wen ich hier alles begegne. Das kann, glaube ich, ein recht erschreckendes Spiel sein. Schallplattenspieler kommen ja wieder in Mode übrigens. Ich habe sogar, glaube ich, 2 Stück im Haus. Ein tolle Dinger, wirklich. Ja, es hat auch so eine interessante Story. Aber ich bin ehrlich gesagt echt angetan von der Idee, dass ich hier von diesem Schiff runterkomme. Ja. Und wenn man das hier schon sieht, ne? Also, das ist natürlich. Ich weiß ja nicht, mit wem ich es zu tun habe. Der Geist. Okay. Das finde ich aber nicht so komod. Hallo? Fuse. Ach, hoffen wir mal, dass nicht der Geist ist. Weil ich meine, von allen wäre der Geist einfach der Schlimmste. Alle hassen den Geist. Ah. Oh, hier zum Beispiel. Das sind, glaube ich, U-Boot-Batterien. Damit kann man ein U-Boot reparieren. Hätte man fast nicht gedacht. Oh. Sehr souverän natürlich. Oh je, jetzt reicht's mir aber. Mann. Jagt mir aber auch einen Schreck ein. Das Schlimmste ist, man läuft hier so rum. Man weiß nie, auf was man hier gespannt sein soll. Und plötzlich ist er da. Und da muss man natürlich in Sekunden schnell nachdenken und handeln. Eine Spule, finde ich gut. Finde ich gut. Glowsticks. Bringen den Server zum Laggen. ja, ich weiß gar nicht mal, von wo ich gekommen bin. Ach, Leute, also ich würde nicht sagen, dass ich unter Stress stehe, aber ist schon spannend, wirklich. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man zuschaut. Ah, ja. Aber so selber spielen, wie gesagt, es kostet gerade nur 3 Euro und ich sage euch, 3 Euro, das kriegt ihr hin, wenn ihr so Fan davon seid, von solchen Spielen. Ah, ja. Dann gönnt euch das mal. 3 Euro ist echt für dieses Spiel sehr, sehr gut. Man kann hier auch einiges machen, wie gesagt, mehrere. Sorry, wenn ich manchmal hier und da paranoid bin. Aber ich glaube, ich habe das große Recht dazu. Das gute Recht, besonders. Ah. Ja. Überhaupt nicht laut. So. Ich sag euch, ne? Diese Programmierer waren bestimmt keine Menschenfreunde. Ach, ein Radio, oder was? Sehe ich das richtig? Ist das ein Radio? Ist das Foundation Radio? So, wie droppe ich Sachen? Ah, hier. Hallo, Foundation Radio? Bist du's? Ach so. Ja. Ich habe doch einen freien Platz. Nein! Hallo? Ach so, ich hebe mir F-Sachen auf. Also E. Ich bin immer so an E gewohnt. Das Radio ist übrigens ein tolles Ablenkungsmanöver. Das ist noch Benzin. Alter, ich glaube, wenn ich das aber runterschmeiße, dann. Das war ja, glaube ich, nicht die beste Idee, oder? So, ich versuche natürlich auch nicht wieder so ewig lange Videos zu machen. Bei solchen Spielen ist es natürlich immer wieder schwer.
aber ich gucke generell, wie gesagt, mein Kanal. Er sollte ein paar kürzere Videos haben, weil wer hat Lust auf 36 Minuten zu labern? Das ist aber auch verdammt laut, ne? Das. Ihr habt das auch gehört, oder? Oder? Habt ihr auch gehört? Dieses. Oh, Gottes Willen. Dieses Flubbergeräusch, ja? Alter, ich krieg die Krise. Nein, danke. Hallo? Hey, was war das mit dir für ein Flubgeräusch? Ich bin doch nicht auf deiner Furry-Con. So, hier war doch irgendwo eine Tür, oder? Oh, ich weiß, wer das ist. Das ist dieses komische Glibber-Alien. Das erklärt doch diese Flubgeräusche. Alter, das ist kein gutes Zeichen. Ich finde das echt nicht schön, das Ding. Oh Gottes Willen. Hallo, Highway to Hell. Mach doch zu, das Ding. Ihr habt das gesehen, oder? Ich habe mir das nicht eingebildet, oder? Ich werde hier wahnsinnig. Ich weiß, also ich meine, das war jetzt. Ich meine, er ist mir auch nicht unbedingt hinterher gerannt. Wäre er mir hinterher gerannt, dann käme eine ziemlich dramatische Musik. Ah, es ist so sehr dubios hier alles. So, die Frage ist ja, sollen wir vielleicht ein bisschen produktiv denken, ne? Ich renne hier einfach rum, aber wir wollen ja hier entkommen. Was habe ich denn hier alles? Das hier ist für das Schlauchboot, meine ich. Das hier ist für das U-Boot und das hier ist für den Helikopter. Das ist natürlich sehr toll, dass ich verschiedene Sachen habe, aber ich bräuchte. Oh. Die Kamera darf einen nicht sehen, sonst gibt es Stress. Wenn die einen sieht, dann kommt Alarm und. Naja, man kann sich wohl denken, dass man keinen Alarm möchte, oder? So. Wie wäre es? Ach, hier ist die Kamera. Du siehst mich jetzt aber nicht, oder? Okay. So. Okay, hier wäre das Schlauchboot zum Beispiel. Das wäre so ein Flubgeräusch, ne? Alter, Leute. Ich sag euch, das ist ja echt nicht, wenn wir so spaßen. So, hier muss, glaube ich, diese Spule einsetzen. So, hier kann ich theoretisch noch dieses ganze Ding hier nochmal, das ist nochmal eine ganz laute Geschichte. Die mache ich später. Mir fehlt jetzt noch Duct Tape, damit, weil jetzt hat hier so ein Loch. Da muss ich flicken. Ich schaue mir mal so ein bisschen hier um, ja. Hier ist auch nochmal Benzin. Wisst ihr, weil ich lädt dieses Benzin hier. Hallo? Ah. Das lade ich mal für den Platz ein bisschen ab. Eine Luftpumpe, das brauche ich auch fürs U-Boot. Oh Gott. Hilfe. Bitte, please send help. Ah! Das klingt so nah. So, ich würde sagen, ja gut, hier ist nicht genug Platz für so einen, wie nennt man die? Schlafsack, genau. Ja, aber ich meine einfach so ein bisschen rumstehen. Und ein bisschen pumpen. Kann ich pumpen? Nein, kann ich nicht. Ein bisschen Radio hören. Ich glaube tatsächlich, die Treppe hat den ganz schön abgehangen. Da bin ich ehrlich. Ich glaube, der war zu langsam. Der war zu langsam, der Olle. Always look on the light side of life. Du, 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 du. Ah ja. Hä? Alter. Please. Okay, gut. If life seems Johnny Rotten, there's something you've forgotten. Always look on the bright side of life. Kannst mir nicht erzählen, dass das zumindest sein Interesse nicht geweckt hat. Okay, hab mich geirrt. Oder hab ich mir das eingebildet? Hab ich mir das eingebildet, dass er da. Ich weiß nicht, bin ich paranoid? Ich glaube. Ah ja, verstehe.
Das ist jetzt eher so suboptimal, würde ich meinen. Hier ist übrigens der Helikopter. Das auch den zum Laufen zu bringen, ist immer so ein Prozess, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Da braucht man hier erstmal diese Container öffnen, da muss man den mit Tank vorladen, sonstiges. Das ist alles hier nicht einfach so, wollte nur gesagt haben. Hier runterzukommen ist keine Sache, die man einmal hier schafft, ne? Und dann einmal im Durchgehen schafft. Also. Der steht doch sowieso hier irgendwo in die Ecke. Brauchst mir gar nichts. Ich will nichts kaufen, danke. Oh! Ach komm, welche Entwickler sind so? Ich hasse die Entwickler einfach, weil. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist sehr wohl ein Horrorspiel. Nein, wirklich, das ist der blanke Horror. Oh Gott. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn der mich bis hierhin verfolgt hat. Hey Leute, ich. Nee. Da sind mir ein paar graue Haare jetzt aber gekommen hier. Was ich meine, welche Programmierer sind so eklig, ja? Ich habe nicht mal was gemacht, ich war nicht laut, da ist einfach das Ding aufgesprungen, da kam da rausgekrauchelt. Was soll das denn bitte? Nee. Das finde ich jetzt aber echt nicht so knorke. Da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich. Ach komm, die zwingen mich doch jetzt nicht ernsthaft hier durch diesen riesigen, gruseligen Raum zu gehen. Ja. Der kommt doch hier aus irgendeiner Ecke gesprungen. Das sieht man doch jetzt schon kommen. Das muss man doch nicht erzählen. Hier gibt es Telefone. Kann gleich wieder zum Laufen bringen mit einer Sicherung. Hier und zwei. Genau. Soll ich mal machen? Soll ich mal so lustig sein? So. Lockt ihn bestimmt an, oder? Ich weiß gar nicht. So. Und ich glaube, jetzt ist hier Strom. Jetzt kann ich mit dem Telefon, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen durchklingeln und den so dahin locken. Ist hier. Aber ich glaube, das ist nur im Maschinenraum. Ist nicht. Hier im Maschinenraum gibt es mehrere Telefone quasi, ne? Aber jetzt ist es hier wenigstens hell. Da fühlt man sich glatt sicherer. Ey, das ist ja unfassbar. Wie sehr muss man Menschen hassen, dass man das hier. Ich meine, wo bin ich hier gelandet? Bioshock? Das sind, glaube ich, diese Telefone, wo die Geräusche rauskommen. Alter, was? Was ist das hier eigentlich? Maschinenraum? Ja. Surprise. Na. Mal zur Sicherheit öffnen. Für eine Heli. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Habe ich eigentlich alles für ein Heli? Mir fehlen, glaube ich, noch die Heli-Schlüssel. Die Heli-Schlüssel fehlen mir und da muss ich noch einen langen, langen Prozess der Quälerei durchlaufen. Dann habe ich aber, glaube ich, tatsächlich. Oder alles für eine Heli? Oh, ho. Ganz. Alter, wie knapp war das denn jetzt schon wieder? Der kommt doch sowieso aus irgendeiner Ecke rausgekraxelt hier. So ein dummer Lüftungsschacht. Das habt ihr gehört, oder? Aber. Das war ganz bestimmt nicht der Wind. Ah, ich wollte schon sagen, weil ich wäre jetzt wieder rausgegangen. Ich wäre jetzt schon wieder rausgegangen. Komm, also jetzt. No joke, du hast nicht mal einen Ansatz. Alter, was soll das mit dir los? Das können wir nicht erzählen. Guck mal, der hat nichts von mir gehört. Der ist einfach rausgekommen, so, und jetzt guck mal, Alter, was ist mit dem los? Der braucht ja Medikamente. Hey. Was zur Hölle? Da kommt er raus. Ach, guck mal, der guckt unter den Tisch. Ja, genau, ja. Jetzt habe ich den Schrank gewählt, ne? Na, guckst du blöd. Ja, hau ab jetzt. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen? Hau ab jetzt. Alter. Dieses Spiel macht mich fertig. Was war das denn jetzt für ein Move?
bin ja ein sehr vertrauenswürdiger Mensch und vertraue auch anderen eigentlich. Ja, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, diesem Spiel vertraue ich kein bisschen. Also wirklich, nee, wirklich, nicht mal einen Zentimeter. Ich weiß nicht, ob man Vertrauen in Zentimeter misst oder... Ich hasse... Siehst du? Sagt man einmal was Schlechtes über das Spiel und direkt so... Oh Gott, da kam's... Alter, das kannst du mir nicht erzählen. Alter, du musst nur irgendwelche Probleme verarbeiten beim Programmieren dieses Spiels. Bitte nicht. Alter, hier komme ich nicht durch. Alter. Alter. Hier bricht der Krieg aus. Mach zu jetzt! Also ich komme nochmal auf diese Schlafsack-Idee zurück. Na ja, gut, so schön sieht's auch nicht. Ist das Schimmel? Nee, wahrscheinlich Rost, ne? Wobei, Schimmel ist mir, glaube ich, immer noch lieber als dieses Schimmel-Ding. Mann, was ist das eigentlich für ein Ding? Wir sind doch nicht bei Alien. Übrigens tolle Filmreihe, auch wenn... Oh mein Gott. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man relativ alles hat für dieses doofe Flugzeug, Helikopter. Und ich weiß nicht, man braucht auch die drei Benzinkanister, aber ich meine, ich hätte sogar genug gesehen. So. Ja. Die Geräuschkulisse übrigens. 5000 Dezibel. Also hier kein Geräusch oder was? Hier so eine Eisenkette. Ah, nee. So, hier irgendwelche... Kann man sie aber auch gut verstecken, oder? Kann man zumindest hoffen, ja. So. Hier, guck, dieses Kackding hier. Das ist hier so eine Pumpe, womit man das Ding befüllen muss. Also immer, dass sich das auch ausgedacht hat, ne? So, wäre das jetzt auch noch so richtig laut, ne, dann wäre ich auch sauer. Aber gut. Hallo? Wie mache ich das hier mit dir? Hä? Ah ja. So, das ist ja, glaube ich, no smoking, ja. No smoking, no joking, ja. Hier, glaube ich, anschließen, ne? Hallo? Ach, und das muss ich jetzt gedrückt halten, oder was? Also, muss ich auch mal entscheiden. So, und hier muss ich quasi das Ding da reinfüllen. Und dann kann ich theoretisch schon kommen, soweit ich weiß. Also, ne, man muss natürlich erstmal das Glück haben, es alles zu finden. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Weil ihr hört das auch, ne? Diesen Kack-Container. Das kommt hier irgendwo rausgeschossen. Mann. Also ich glaube, die... geh weg, bitte. Bitte nicht jetzt. Mir fehlt, glaube ich... Oh mein Gott, das... Alter. Nee, wirklich nicht. Sowas mir anzutun, ne? Alter. Nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Du tust mir das ganz bestimmt nicht jetzt an. In dieser Situation. Du gehst jetzt nach Hause zu deinem Planeten, wo du herkommst. Hilfe. Hat er gerade die Tür neben mir geöffnet? Alter, mir fehlen nur noch irgendwie zwei oder drei doofe Gas.
Da wärst du sogar aus dem Schwimmbad gekommen. Nasse Füße. Also ich weiß nicht, wie ein erwachsener Mann in so eine Schublade passt. Oder das ist keine Schublade, aber in so einen Schrank passt. So, Leute. Also, wirklich jetzt. Ich bin ehrlich zu euch, ja. Zustand des Spieles, um zu entkommen, ziemlich gut. Mach ihm nichts vor, das sieht ziemlich gut aus. Gesundheitliche Zustände, ja, es geht definitiv besser, ne. Also, weiß nicht. Gut fühlt sich das nicht an. Und so atmosphärisch, ich hab das Gefühl, naja, ich mich, ach, schon wieder so ein Ding hier. Das brauchen wir aber gar nicht. Da könnten wir fast schon mit dem U-Boot entkommen hier. Ich sag euch, also atmosphärisch gesehen, mich würde es nicht wundern, würde es einfach so, keine Ahnung, so eine Dachplatte einfach abfallen und dann würde das rauskommen. Oder hier oder so, so aus dem Rohr so raus, weißt du, so ein paar Tropfen und dann plötzlich steht er hier. Würde mich nicht wundern. Wirklich nicht. Also der ist ja auch so eklig, der kommt hier einfach vom übers Geländer gekraxelt, ne? Der hat echt keine Hobbys auf dem Schiff. Der läuft hier wahrscheinlich Tag und Tag rum und der will nur Fangschwieren. Was bringt denn das denn alle hier zu töten? Das Lustige ist halt, das ist jetzt das zweite Monster, ne? Wie gesagt. Das, was man hier noch nicht gesehen hat in dem Video, ist so ein riesiger Koloss, der einfach alle Türen gefühlt einreißt. Der kann natürlich nicht einmal kurz übers Geländer springen, ne? Das kann ja nur diese Schleim-Alien hier. So. Aber wird wie eigentlich. Also, ich verliere einfach den Glauben der Welt. Ne, wirklich, guck mal, da lagen zwei tolle Kanister. Ne? Aber ich will nicht sagen, dass das mir irgendwie so ein bisschen unsicher erscheint, ne? Aber irgendwie zufrieden bin ich damit nicht. Toilette. Da muss ich jetzt mal dringend drauf, eigentlich, ne? Wasch deine Hände. Das ist natürlich. Boah, das muss man. Sowas muss man auch mal auf der Schultoilette einführen, oder? Also, ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich nehme einfach mal zwei mit. Hier, du kannst mich mal hier. So. Ich weiß nicht, ich meine, ich brauche drei, aber. Vielleicht reichen auch zwei. Ich hasse mein Leben. Na, wobei, ich hasse mein Leben nicht, aber zufrieden mit der Situation bin ich nicht. Weil ich habe also das Gefühl, ehrlich gesagt, immer da hat er. Immer da macht er das Spiel nicht mehr mit. Der Typ ist wahnsinnig. Ne, wirklich, also. Kann man vergessen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt. Und ich bin mir sicher. Also ich bin mir zumindest. Also wäre das jetzt noch ein Alarm gewesen, ne? Ich breche ins Essen. So. Ja, hier, in die frische Luft. Ja, zumindest bin ich mir sicher, dass man bestimmt noch so ein paar Videos hiervon machen kann, ne? Ich hoffe zumindest, dass es mehr oder weniger unterhaltsam ist. Ich garantiere für nichts. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass man hier einiges rausholen kann. Also ich bilde mir hier schon wieder Sachen ein. So langsam geht es mir aber. Oh Gott, das wäre. Ach, da ist die Kamera. Das Alien macht es nicht mehr so lange mit. Hallo? Oh, oh mein Gottes Willen. Selten so gelacht. Selten so gelacht. Ah. Nee.
Ja, was soll ich sagen, ne? Das war. Ja, ich weiß nicht. Was war das?